Servus Leute, also wir sind jetzt heute draußen auf der Akademie, heute mit mir, der Olli, den kennt ihr alle. Servus. Heute mal wieder ein bisschen besseres Wetter. Jetzt im Winter viel eigentlich Indoor-Training gewesen eigentlich. Aber muss man natürlich jetzt nutzen, wenn der Boden wieder ein bisschen trockener wird, dass man halt auch gerade so auf den Stein wieder das Gefühl bekommt. Und die Saison steht auch jetzt ziemlich fest, ist ein gutes Ding. Ich denke, ja, schauen wir einfach mal, was geht, oder? Zeit für Vollgas auf jeden Fall und viel Spaß beim Training heute. Ja, alles klar. Schneid nicht mit die YouTube-Videos von dir, Olli. Ja, das schneid ich ja. Muss schon ein bisschen abheben jetzt. Ui. Ui. Fängt gut an. Können wir eine Line machen? Was machst du heute überhaupt? Ja, Technical. Ich habe gerade gar keinen Plan. Ich okay, gut. Mein zweites Mal nach der Fußverletzung. Gut, passt. Ja, ist immer so ein bisschen so das Ding beim Training. Eigentlich sollte man immer schauen, dass man langsam anfängt, aber ja, wir neigen eigentlich immer dazu, dann direkt dann doch so aufs Große zu gehen. Ich denke, da hast du jetzt auch ein bisschen oder viel Struktur reingebracht, auch durch die Akademie, oder? Schon. Mit deinen Trainingsplänen. Kauf Trainingspläne! Willst du nur Werbung machen? Nein. Schon so. Also mittlerweile ist viel mehr Struktur im Training. Ich denke, das Ganze wird immer professioneller. Bei dir, bei mir. Macht einfach viel mehr Sinn und man merkt die Fortschritte im Training viel, viel mehr. Genau, ist einfach ja. Dann ein bisschen so auch das, was dem Sport fehlt, oder? Dass man einfach ein bisschen professioneller an ja. Die Sache rangeht. Ja. Nicht einfach nur das Pferd, auf was man ja. Lust hat, sondern sich ja. Wirklich gezielt ja. Gedanken macht. Aus dem ja, Grund also, eigentlich auch, was willst du sagen? Diesen Monat Angebot, oder? Code. Code Olli110XXX. Also fangen wir an, oder? Ja. Keine Schläuche mehr. Oh nein. Püting. Jetzt wirklich nicht. Ja, ich habe echt keine Schläuche mehr. Also großes Problem, wie ihr seht, Durchschlag. Gerade eben sage ich noch so zu Olli, ja, durch den Platten. So er so, nein. Ich so, doch, nee, Spaß. Jetzt habe ich selber einen Platten. Ja, Karma ist ein. Muss rausmachen mit so einem Punkt. Großes Problem, aber ich habe keine Schläuche mehr und ich wusste das. Habe mir so gedacht, ja komm, mache ich morgen. Jetzt stehe ich da, habe nichts mehr, aber. Zum Glück habe ich einen guten Sponsor am Start, Tretlager an Bretten, da fahren wir jetzt hin und holen ein paar Schläuche. Also mitkommen. Willkommen beim Ford Transit, geiles Auto. Porsche ist leider noch nicht da, aber kommt noch. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt auf dem Weg nach Bretten zum Tretlager, holen da ein paar Schläuche ab und dann geht's wieder zurück auf die Akademie. Zum Glück sind es nur 10 Minuten Entfernung voneinander und dann geht's weiter mit Vollgas. Hi Manuela. Hallo. Hi, ich habe ein Problem. Wie viel, Jonas? Wie viel hast du? Von der? Komm mal hier. Ja, gib mir den Stapel mit, bitte. Den oder? Ja, genau. Dann nehmen wir schon ab. Ja. Sag schon Gruß an Egon. Mach ich. Hallo, danke dir. Bis ciao. Dann, ciao. Also, Schläuche sind geholt. Ab geht's wieder auf die Akademie und dann geht's weiter mit Training. Vollgas. Normalerweise habe ich immer 10 Mechaniker mit mir, halt voll professionell, wie man das halt so kennt, aber heute haben die alle leider keine Zeit, ich weiß auch nicht.
Jonas hat jetzt dabei dem Sprung aufs Vorderrad ein bisschen Probleme, hat es nicht direkt auf die Kante geschafft. Dafür war es bei mir jetzt so, hinten am Eck hatte ich Probleme, konnte es nicht sauber auf dem Hinterrad halten, deswegen machen wir es jetzt gerade nochmal. Ja, ist halt immer so die Frage, so die Ausgeglichenheit zwischen großen Sprüngen und technischem Fahren. Aber ja. Da wissen wir ja beide, wo wir die Probleme haben. Genau, ja? Da wissen wir beide, wo die Schmerzen sind. Wir haben jetzt schon die zweite Line hinter uns. Die zweite Line haben wir gerade auch vorwärts-rückwärts gemacht. Was wir so machen, sind kurze Lines, keine Sektion, weil die Art von Ausdauer braucht man zu der Zeit von der Saison eh nicht. Kurze Lines, schön knackig, guter Mix zwischen Technik und Power. Und genau. Ja, einfach ein bisschen so fürs Feeling. Was man vielleicht dazu sagen muss, Olli hatte jetzt ziemlich lange Knieprobleme. Bei mir jetzt angefangen mit dem Knieproblem, deswegen müssen wir beide da ein bisschen aufpassen. Aber natürlich wollen wir trotzdem Gas geben. Das, wie Olli gerade vorhin gesagt hat, eigentlich planen wir immer so langsam, Step by Step, und am Ende dann doch Vollgas. Aber jetzt live. We'll be right back.
Training ist jetzt vorbei, wir haben so ungefähr 1,5 Stunden Vollgas gegeben, ein paar Lines gemacht, immer Mix hoch und weit, mit ein paar guten technischen Absprüngen oder Landungen. Ja. Olli, was denkst du, wie war's? War eigentlich ganz positiv, ich denke, gibt auf jeden Fall noch was zu arbeiten, immer. So an der Technik. Ich persönlich habe jetzt auch ein bisschen gemerkt, Ausdauer ist schon nochmal auch so ein Thema, aber ich denke, es war ein gutes Training und ja. Hat gepasst. Ja. Also für mich so eine kleine Analyse nach dem Training. Ausdauer ist für mich gerade voll in Ordnung, also da habe ich keine Probleme damit. Aber das mit dem Knie macht mir ein bisschen zu schaffen, weil ich halt Angst habe, dass ich zu arg in diese Bewegung reinkomme und dass dann das Knie wieder wehtut. Da muss ich einfach gerade ein bisschen aufpassen. Aber es wird. Ja, passt, oder? Ja, weiter geht's.